da schmeckt das Essen doch gleich besser. Die Rottweiler-Geschwister Blade und Kira haben ein neues Zuhause gefunden. Nachdem die beiden Monate im Wetzlarer Tierheim verbracht hatten, wurden Roswitha und Armin Speyer auf die Kraftpakete aufmerksam und verliebten sich direkt in sie. Also mit den Hunden war es so, dass wir mit einem Mitarbeiter vom Tierheim einen Nachmittag ins Tierheim in den Zwinger reingegangen sind und die Mitarbeiter eigentlich auch gleich begeistert waren, weil wir erstens mal offen mit ihnen umgegangen sind, reingegangen, Leckerchen verteilt, bisschen gekuschelt und dann war das Verhältnis des Eis eigentlich schon gebrochen. Die 10 Jahre alten Rottis haben die besten Jahre hinter sich. Bei Blade zwickt's im Rücken, seine Schwester Kira sieht und hört nicht mehr besonders gut. Der schöne Lebensabend ist aber gesichert. Mit der ersten Zeit im neuen Heim in Hohensolms sind alle Beteiligten zufrieden. Also wir haben sie jetzt circa 4 Wochen. Am Anfang ein bisschen stressig, das war halt so noch vom Tierheim geprägt. Erstmal raus und flitzen und sonst nichts anderes. Aber sie haben jetzt in der letzten Zeit schon sehr gut angenommen. Wir versuchen halt mit kleinen Spielchen, Sitz, Platz, Bleib und solche Sachen. Und das klappt ganz gut, zumal Kira sich an ihm orientiert. Und wenn er gut hört, läuft das eigentlich. Also wir sind auch schon dabei, jetzt langsam zeitlich abzuleihen. Mit anderen Hunden, das funktioniert noch nicht so. Das müssen wir noch dran arbeiten, aber sonst klappt es gut. Bereits vor Weihnachten lernten die Speyers das Rottweiler-Gespann im Tierheim kennen. Und am liebsten hätten die Eheleute die Hunde direkt mit nach Hause genommen. Was aber nicht ging, weil zunächst einiges an Papierkram, dazu zählte auch ein Sachkundenachweis und eine Wesensprüfung der Rottis, erledigt werden musste. Denn Rottweiler sind sogenannte Listenhunde. Das heißt, sie gelten laut der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden als gefährliche Hunde. Roswitha und Armin Speyer wissen um die Wahrnehmung ihrer kleinen Kraftpakete und richten sich danach. Man merkt das schon, dass wenn man mit 2 Rottweilern kommt, dass die Leute dann, ich will nicht sagen ängstlich, aber so ein bisschen distanziert sind und passen schon ein bisschen auf. Von zu Hause aus im Ort, da bleiben sie an der Leine und sobald wir hier unten sind und kein Wild oder keine anderen Hunde sehen, dann leine ich den Blade schon mal ab. Und dann können auch die beiden in die Jahre gekommenen Hunde noch richtig Gas geben. Aber ob mit oder ohne Leine, bei Roswitha und Armin Speyer geht es den beiden Rottis richtig gut.